Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich hier in der Eichenholz-Sternwarte zu einer Festveranstaltung zum 80. Geburtstag von Professor Dr. Herbert Franke. Herr Professor Franke ist ein promovierter theoretischer Physiker, Publizist und Literat. Ein damit Künstler und Naturwissenschaftler zugleich. Er ist in beeindruckender Weise die Fantastik mit der Wissenschaft in einer Metamorphose so zu verbinden und dabei beide Disziplinen gleichermaßen zu befruchten. In der bildenden Kunst gehört sein Interesse den digitalen Werken und er ist weltweit einer der bedeutendsten Pioniere der Computerkunst, welche er bis heute aktiv mitgestaltet. Dass die wissenschaftliche Fantastik von der Realität immer wieder eingeholt wird, ist nicht allein ein Merkmal der Arbeiten von Jules Verne. In der jüngsten Vergangenheit veröffentlichte die NASA eine Studie, in der von dem Nachweis von großen Höhlensystemen in den Lavaschichten des Planeten Mars gesprochen wird. Ein Phänomen, welches Professor Herbert Franke schon 1997 vorhersagte und in seiner neuesten Romane Flucht zum Mars thematisiert. Diesem Mann, der die wissenschaftliche fantastische Kunst in Bild und Wort so nachhaltig prägt, ist dieser heutige Themenabend Homo sapiens, Unfall, Zufall oder Ziel der Natur gewidmet, den ich damit eröffne. Ich übergebe das Wort an Frau Dr. Pesch, der Geschäftsführerin der Firma MCE, die den heutigen Abend moderieren wird. Dankeschön, Herr Fürst. Ich möchte Sie auch herzlich begrüßen zu unserer, wie ich hoffe und annehme, spannenden Veranstaltung. Wie Sie schon gehört haben, sie steht im Zusammenhang mit dem 80. Geburtstag von Herbert W. Franke, dem zu Ehren diese Reihe konzipiert wurde. Sie macht an verschiedenen Stationen in Deutschland Halt, war als erste Auftaktveranstaltung in Wien. Viele wissen ja nicht, dass Herbert W. Franke Österreicher ist, also auch heute noch mit einem österreichischen Pass unterwegs ist, also in seiner Heimatstadt. Und ich freue mich ganz besonders, Herr Fürst, dass wir Gelegenheit haben, mit Ihnen gemeinsam diese Veranstaltung hier in Ihrem Hause durchführen zu können. Denn ich glaube, es gibt wenig Orte, die so wissenschaftsträchtig sind wie dieser hier. Die Teilnehmer, die hier öfter sind, denen ist es bekannt, dass hier in der Eichenholz-Sternwarte Größen wie Albert Einstein gesprochen haben in diesem Raum, sodass wir hier in gewisser Weise auf geweihtem Pflaster sind. Wir haben dieses Thema, wie Herr Fürst ja schon sagte, unter das Titel Homo sapiens, Unfall, Zufall oder Ziel der Natur gestellt. Und ich möchte dazu einige einführende Worte sagen. Die, die in der Astronomiegeschichte zu Hause sind, die wissen, dass es ein einschneidendes, ja revolutionäres Erlebnis gegeben hat, nämlich die sogenannte kopernikanische Wende, in der das antike, seit der Antike geltende Weltgebäude zusammengestürzt ist. Bis dato hatte der Mensch hier auf der Erde in einem dualistischen System gelebt, die Erde, das Irdische, die Natur, das Leben und über ihm der Kosmos, das Universum, das aber von anderer Natur war. Also ein dualistisches Weltbild von Erde und Himmel. Mit der kopernikanischen Revolution wurde das umgestürzt und der Mensch hat damit in gewisser Weise, Anführungszeichen, seine Unschuld verloren. Es hat auch nicht lange gedauert, bis die großen Geister sich darüber Gedanken gemacht haben, was das für Konsequenzen hinsichtlich der Entstehung von Leben hat. Und bereits im 17. Jahrhundert war es zum Beispiel Immanuel Kant, der große Denker, der postuliert hat, es müsste viele unbekannte Welten und bewohnte Welten in diesem Universum geben. Das 17. Jahrhundert ist lange vorbei, wir leben jetzt im 21. Bis heute haben wir den Nachweis dieses Lebens allerdings nicht erbringen können. Das hat sicher auch mit den riesigen Entfernungen in diesem Universum zu tun. Aber genau mit dieser Frage wollen wir uns heute beschäftigen. Ist
gibt es Leben im Universum, wie wahrscheinlich ist es? Und wenn es dieses Leben denn geben sollte, gibt es Möglichkeit, mit diesen Lebewesen auch in Kommunikation zu treten? Und gibt es möglicherweise auch eine sogenannte alternative Schöpfung, also tritt der Mensch selbst ein in die Evolution und entwickelt selbst Lebewesen, Intelligenzen, die dann eine Art zweite Schöpfung sind. Wir haben prominente Gesprächspartner hier. Professor Franke ist ja schon erwähnt worden. Wir werden ihn mit der Lesung von zwei Geschichten hier hören. Also er wird standesgemäß sein Statement literarisch abgeben durch das Lesen zweier Geschichten. Zuvor haben wir unsere zwei Talk-Gäste, die danach dann mit uns auch sprechen werden, die Statements abgeben werden. Der erste wird Professor Hermann sein, den diejenigen, die hier öfter zu Hause sind, bestens kennen. Er ist seit 1970, jetzt muss ich gerade mal runterschauen, ist korrekt, seit 1970 mit der Archenholz-Sternwarte verbunden, als Leiter und dann auch Direktor dieses Hauses bis vor wenigen Jahren und ist inzwischen emeritiert. Er ist Physiker, Astrophysiker, hat sich sehr viel mit Antimaterie beschäftigt, aber auch mit Wissenschaftsgeschichte, also mit der Einordnung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in den sozialen, in den gesellschaftlichen Kontext. Zweitens haben wir auch noch Professor Rechenberg mit an Bord, der von einer anderen Richtung sich diesem Thema Evolution durchaus auch nähert. Er ist das, wie er sich selbst nennt, ein Evolutionstechniker. Das ist eine Kombination, die vielleicht dem einen oder anderen etwas merkwürdig zuerst mal vorkommt, denn Evolution und Technik, das passt ja nicht notwendigerweise zusammen. Er sieht aber das, was er auch oder was man auch als Bionik nennt, durchaus als einen wichtigen Beitrag im Themenbereich der Evolutionsstrategie und er wird uns nachher dann sicher auch noch einige tiefere Einblicke geben. Ich möchte an dieser Stelle Professor Hermann bitten, zu mir auf die Bühne zu kommen und sein Statement abzugeben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Naturwissenschaftlern wird ja von einer laienhaften Öffentlichkeit gern die Fantasie abgesprochen und Künstlern dafür der Verstand. Richtig ist natürlich hingegen, dass beide ohne beides nicht auskommen können. Es gibt ja, und darüber machen wir uns meist keine Gedanken, aber es gibt ja eigentlich gar keinen direkten Weg von Beobachtungen und Messungen zu naturwissenschaftlichen Theorien. Stets muss ein Element gedanklicher Konstruktion hinzukommen und dazu braucht der Wissenschaftler Intuition und Fantasie. Andererseits gibt es aber auch keine Fantasie, die ohne Verbindung zur Realität bestünde. Ihre inspirierende Wirkung beruht vielmehr meines Erachtens gerade darauf, dass sie sich vom Startplatz der Realität erhebt und in die Gefilde eines von der Wirklichkeit mehr oder weniger weit entfernten geistigen Firmaments entschwebt. Der Naturwissenschaftler sucht dies natürlich zu vermeiden, wenn er Aussagen zu Sachverhalten macht. So möchte ich mich auch heute bei der Frage, ob Leben ein universales Phänomen des Kosmos ist, auf gesicherte Tatsachen stützen, die das Thema allerdings allmählich aus dem Bereich reiner Spekulation zu verbannen beginnen. Das einzige mit Bedacht zugrunde gelegte fantasielose Element der nachfolgenden Betrachtung besteht lediglich darin, dass wir als Astrophysiker stets von der einzigen uns bekannten Form von Leben auszugehen pflegen, nämlich der des irdischen Lebens. Damit ist bereits weitgehend klar, das Auftreten solcher Art definierten Lebens ist an die Existenz von Planeten gebunden, die ihrerseits in einem lebensfreundlichen Abstand um ihren Fixstern kreisen müssen. Diese Region bezeichnen wir mit dem Terminus Technicus Ökosphäre
Und wir definieren sie vor allem durch die dort herrschenden Temperaturen. Sie müssen in jenem Bereich liegen, in dem die Proteine thermisch stabil existieren können. In unserem Sonnensystem wäre das eine Kugelschale um die Sonne, die etwa von der Bahn des Planeten Venus bis zur Bahn des Planeten Mars reicht. Während wir vor einigen Jahrzehnten nur einige vorsichtige Vermutungen über die Existenz von Planeten bei fernen Sonnen besaßen, werden heutzutage fast täglich neue Planeten entdeckt. Sie werden das in der Tagespresse sicherlich verfolgt haben. Gegenwärtig sind bereits knapp 250 sogenannte extrasolare Planeten bekannt. Darunter auch bereits ein vergleichsweise erdähnlicher Planet, nämlich Gliese 581c, der erst vor wenigen Wochen für Schlagzeilen gesorgt hat. Er hat die 1,5-fache Erdmasse, umrundet seinen Stern allerdings in 13 Tagen und seine Oberflächentemperaturen liegen zwischen 0 und plus 40 Grad. Dass er trotz so einer geringen Distanz zu seinem eigentlichen Hauptstern, diese geringe Distanz ist aus der kurzen Umlaufzeit schon ersichtlich, nur so geringe Temperaturen besitzt, hängt nun wiederum damit zusammen, dass der Hauptstern kein sonnenähnlicher Stern ist. Es wird heute lediglich als eine Frage der Genauigkeit der Methoden und somit eine Frage der Zeit angesehen, so meinen jedenfalls die Astrophysiker, bis weitere erdähnliche Planeten innerhalb der Ökosphären ihrer Sterne gefunden werden. Zu diesem Zweck findet eine umfassende technische Aufrüstung statt, die sich zunehmend auch der Raumfahrt als Hilfsmittel bedient. Der am 27. Dezember 2006 gestartete Spezialsatellit COROT zum Beispiel ist hauptsächlich für die Suche nach Exoplaneten geschaffen worden. Weitere sind in Vorbereitung. Mit dem Spitzer Weltraumteleskop, das im Infrarotbereich des elektromagnetischen Spektrums analysiert, konnte bereits die Zusammensetzung einer Planetenatmosphäre, wohlgemerkt eines extrasolaren Planeten, untersucht werden. Die Forscher sind überzeugt, dass es bald gelingen könnte, Wasser, Sauerstoff und, falls vorhanden, auch Chlorophyll nachzuweisen und somit Hinweise zumindest auf pflanzliches Leben bei Planeten außerhalb unseres Sonnensystems zu finden. Stimmen schon diese Befunde der jüngsten Vergangenheit hinsichtlich der Frage nach Leben im Universum äußerst optimistisch, so kommen auch aus den kalten Räumen zwischen den Sternen interessante Nachrichten. Dort hat man nämlich schon längst mit den Methoden der Radioastronomie organische Moleküle gefunden, die teilweise so kompliziert aufgebaut sind, dass sie als präbiotisch bezeichnet werden können, also zur Entstehung von Leben hinzuführen scheinen. Entsprechende Experimente wurden übrigens unter anderem mit dem Beschleuniger BESSY in Berlin-Adlershof durchgeführt. Es gelang dabei, die Strahlungsbedingungen in Materiewolken zwischen den Sternen nachzuahmen und die Herausbildung solcher Moleküle zu studieren. Das alles, meine Damen und Herren, und damit kommen wir auch schon an die Grenze naturwissenschaftlicher Argumentationsräume, sagt allerdings noch gar nichts darüber aus, ob wir mit intelligentem Leben im Sinne technischer Zivilisationen irgendwo im Weltall rechnen können. Denn ob sich tatsächlich mit Notwendigkeit aus pflanzlichem und selbst tierischem Leben menschenartige entwickeln müssen, das ist der Stoff für nächtelange Diskussionen, die natürlich von Naturwissenschaftlern allein gar nicht geführt werden können. Ist der Weg vom Einzeller bis zu einer intelligenten Rasse, die Naturwissenschaften, Philosophie, Kunst und Technik entwickelt, in demselben Sinne gesetzmäßig wie die Herausbildung von Sternen und Planeten aus Gas- und staubförmiger Materie im Universum? Wir wissen es nicht. Oder jedenfalls derzeit nicht. Zwar haben Wissenschaftler schon vor Jahrzehnten eine Formel zur Abschätzung der Wahrscheinlichkeit für technische Zivilisationen im Weltall entwickelt, sie nützt allerdings wenig, solange wir die entscheidenden Faktoren dieser Formel nicht kennen. Alle Zweifel wären natürlich mit einem einzigen Schlage beseitigt, wenn es uns gelänge, irgendwelche Lebenszeichen kosmischer Intelligenzen zu empfangen.
Signale also, die eindeutig künstlichen Ursprungs wären und möglicherweise noch von uns entschlüsselbare Informationen über ihre Absender enthielten. Das ist bisher, ungeachtet jahrzehntelanger Anstrengungen, leider noch nicht gelungen. Suchstrategien, technischer Fortschritt, das Abtasten auf Millionen von ausgewählten Kanälen, die Einbeziehung von Millionen Privatcomputern auf der ganzen Welt, alles hat bisher nichts genützt. So tappen wir also letztlich trotz aller unbestreitbaren Fortschritte der jüngsten Forschung weiterhin im Dunkeln bei der Beantwortung unserer Frage, ob die Entstehung des Lebens eine universale Konstante sei oder eine mit K, nämlich keine. Den Science-Fiction-Autoren, das wird Sie beruhigen, bleibt also auch weiterhin eine heißgeliebte Domäne ihrer Fantasie erhalten. Und die klugen Fantasien, wie sie zum Beispiel Herbert W. Franke entwickelt, können auch weiterhin durchaus Impulse in die Welt der Wissenschaft hineinsenden. Wenn ich mir zum Schluss, meine Damen und Herren, ein kleines Eingeständnis erlauben darf, das mir der Jubilar ganz gewiss nicht übel nimmt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob heute Abend wirklich die Wissenschaft der Kunst begegnet oder ob wir Wissenschaftler nicht vielleicht doch unter uns sind. Die einen in der bewährten Tradition rationalistischer Analyse, wenn auch nicht ohne Fantasie, der andere, der eine, der Jubilar nämlich, vor allem der Fantasie verpflichtet, aber dennoch keineswegs ohne einen gehörigen Schuss Rationalität. Das ist übrigens ohnehin die einzige Art von Fantastik, die mir jemals gefallen konnte. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Professor Herrmann. Ich werde in Kürze das Wort an Herrn Professor Rechenberg übergeben. Ich sagte ja schon, er ist Bioniker. Er hat im Grunde diese Disziplin auch mit erfunden. Er hat seit 30 Jahren leitet er das Institut für Bionik an der TU hier in München. Und es ist also klar, dass der Erfinder einer solchen Disziplin dieses nicht selbst studieren kann. Von seiner Ausbildung her ist er Flugzeugingenieur, hat sich also dem Thema des Lebens über den Flug genähert, über die Technik des Fluges und damit natürlich, unterstelle ich jetzt mal, den Vogelflug recht früh erkannt als eine Art Vorbild. Ich meine, Lilienthal hat ja auch den Vogelflug versucht zu erkunden und daraus Schlüsse zu ziehen, was technisch abgeleitet werden kann aus dem Vogelflug, um dann den Menschen wirklich fliegen zu lassen. Ich freue mich sehr auf Professor Rechenberg. Wir haben das Thema Evolutionsstrategien in der Natur und für die Technik, wo wir sicher diesen Spannungsbogen zwischen der Evolution in der Natur und der technischen Entwicklung jetzt erfahren werden. Herr Professor Rechenberg. Lieber Jubilar, meine Damen und Herren, Evolution, was hat das an einer technischen Universität zu suchen? Nun, als allererstes die Evolution in Kurzform. Es fing an, vor einigen Milliarden Jahren, mit einem Schleimklumpen in der Ursuppe der Erde. Daraus entwickeln sich dann die Fische. Ein ganz wichtiger Sprung in der biologischen Evolution sehen Sie hier. Das Leben lugt vorsichtig aus dem Wasser heraus und erobert das Land. Schließlich unsere Vorfahren erklettern die Bäume und nun betrachten wir uns verwundert im Spiegel und sinnieren vor allen Dingen darüber, wie es die Evolution zustande gebracht hat, so etwas Komplexes wie uns hervorzubringen. Aber seit Darwin die erste These aufgestellt hat, wie Evolution funktionieren könnte, streitet man ja darüber. Permanent. Auch heute noch. Und die Frage stellt sich eigentlich, hat sich mir vor allen Dingen gestellt, warum streiten? Man könnte es doch einfach mal ausprobieren. Und da gibt es
eine ganz fantastische Science-Fiction-Geschichte von einem Russen, Anatoli Djepov, und die Geschichte heißt Insel der Krebse. Und diese Geschichte hat für mich eine ganz bedeutende Rolle gespielt. Es war nämlich der Ausgangspunkt für die Entwicklung unserer Evolutionsstrategie. Nun, Insel der Krebse, in dieser Geschichte, eine recht kurze Geschichte, ein Ingenieur begibt sich auf eine einsame Insel mit einem hochkomplizierten Mechanismus, krebsähnlich, der die Eigenschaft hat, sich selbst zu reproduzieren. Er erzeugt natürlich mehr Nachkommen, als auf der Insel existieren können. Es kommt zu einer exponentiellen Vermehrung, Kampf ums Dasein, und schließlich findet eine Evolution statt. Nun, das Experiment auf der Insel hat mich nicht losgelassen. Und daraufhin habe ich also nachgedacht, ob man nicht ein ähnliches Experiment an einer technischen Universität, in dem Falle war es am Institut für Strömungstechnik, durchführen könnte. Die Insel wurde bei mir ein Windkanal, die Umwelt. Der Krebs, sehr kompliziert zu bauen, ein selbstreproduzierender Mechanismus, habe ich anders gelöst. Ich habe ein Profil, ich war ja Strömungstechniker, Flugzeugbauer, in den Windkanal reingehängt. Und damit dieser Strömungskörper, dieses Objekt, was eine Evolution durchmachen soll, sich auch verändern kann, wurde ein Mechanismus eingebaut, mit dem diese flexible Stahlhaut verändert werden konnte. Und mittels eines ganz normalen Würfels konnte man dann die Mutation einstellen. Und hier sehen Sie die Idee, wie das Experiment nun ablaufen sollte. Eine Urform, der Elter, Nummer 0, erzeugt rein zufällig den ersten Nachkommen, der ist schlechter, er hat einen größeren Widerstand, deswegen ist der rote Pfeil länger. Dann der zweite Nachkomme auch schlechter, der dritte Nachkomme auch schlechter und der vierte Nachkomme, das vierte Kind, hat tatsächlich einen geringen Strömungswiderstand, wird jetzt zum Elter der nachfolgenden Generation und das Spiel geht weiter. Nun, ich war seinerzeit noch Student an der Technischen Universität und da war die Werkstatt nicht bereit, ein so kompliziertes Stahlhautprofil zu fertigen. Deswegen habe ich ein einfaches Versuchsobjekt gewählt. Ich habe es später nachher als das Schlüsselexperiment für die Evolutionsstrategie genannt, Darwin im Windkanal, nämlich eine solche flexible Platte, die hier mit Gelenkwinkeln verstellt werden kann. Insgesamt 51,5, das heißt 345.025.251 Einstellmöglichkeiten besitzt. Gesucht wurde im vorliegenden Fall, und das sollte mit einem darwinschen Mechanismus nun vonstatten gehen, diejenige Form dieser Gelenkplatte mit kleinstem Strömungswiderstand. Jeder weiß natürlich im Voraus schon, welche Form da herauskommen müsste. Es war ja auch ein Experimentum Brutzes, ein Schlüsselexperiment, nämlich die ebene Platte. Die hat natürlich den kleinsten Strömungswiderstand, und es hat funktioniert. Die Leute im Institut haben alle gesagt, nun, da kannst du, wenn da 345 Millionen mögliche Formen einstellbar sind, da kannst du Jahre dann experimentieren, bis die ebene Platte rauskam. Sie kam bereits nach knapp einer Woche heraus. Nun, damit war die Evolutionsstrategie geboren und nun kamen andere Experimente an der Universität an die Reihe. Hier ein Rohrkrümmer. Eine Strömung soll in einem Rohr Bogen um 90 Grad rechtwinklig umgelenkt werden. Fragestellung eines Strömungstechnikers, wie muss dieser Bogen aussehen, damit die Strömungsverluste möglichst klein werden? Hier sind zwei Krümmer aufgebaut worden, der eine ist immer der Elter und der andere der Nachkomme. Und da sehen Sie, was da herausgekommen ist. Das war die Anfangsform, ein Viertelkreis, hat gar nicht mehr so einen besonders geringen Strömungswiderstand und das ist dann die Form, die sich durch dieses künstliche Evolutionsexperiment herausgestellt hat. Nun einige weitere Experimente, Evolutionsstrategie heute, das war ja Geschichte. Nun, Evolution ist natürlich ein bisschen mehr als das, was Darwin gesehen hat. Das war so der erste Urmechanismus, die zufälligen Mutationen. Was dann hinzukommt und für die Evolution ganz, ganz wichtig ist, sind die Darwinschen Regeln, das Mischen von Erbmerkmalen, ganz entscheidend wichtig und bei unseren Experimenten im Windkanal und auf dem Computer stets angewendet. Was dann heute noch hinzukommt bei einer modernen Evolutionstheorie,
Das sind die Regeln, die die Populationsforscher entwickelt haben. Und dann kommt am Ende ein solcher komplizierter Algorithmus, wie wir das nennen, heraus. Das ist unsere Evolutionsstrategie, die ich natürlich hier nicht erläutern werde, wo also Population und Individuum jetzt in einem Wettkampf stehen, sich selbstverständlich wie bei Mendel vorausgesehen, sich auch miteinander mischen. Und nun möchte ich noch am Ende meines kurzen Referats hier weitere zwei technische Experimente vorstellen. Einmal, wir nennen es die evolutionsstrategische Optimierung einer Fachwerkbrücke. Das Ziel ist hier, typisch menschlich, möglichst kleines Gewicht, möglichst wenig Materialaufwand. Und das ist jetzt ein reales Computerexperiment, kein Film, den ich Ihnen ja zeige. Also jedes Experiment läuft ein bisschen anders aus. Da bringe ich erst einmal die Anfangsform der Brücke. So könnte man es zum Beispiel ausrechnen, eine Fahrbahn, hier gehalten durch diesen oberen Druckbalken. Und jetzt lassen wir unseren Evolutionsprozess laufen auf dem Computer in realer Zeit. Start. So. Sie sehen, es geht ganz schnell und da kommt eine Brücke heraus. Wir werden gleich sehen, wie gibt es diese Brücken. Wir wollen das Experiment noch ein zweites Mal durchführen und sehen, ob es vielleicht noch andere Lösungen gibt. Die Lösung kennen wir natürlich viel mehr. Das ist eine Bogenbrücke. Nun kann man das immer wieder machen und es kommen im Grunde genommen immer diese beiden Lösungen heraus. Und die kennt man auch in der Technik. Die werde ich Ihnen in dem nächsten Bild vorstellen. Das eine, diese erste Lösung, das nennt man die Fischbauchbrücke. Da haben mich Architekten, Bauingenieure zum ersten Mal hingewiesen, als sie diese Experimente auf dem Computer haben laufen sehen. Und die andere Brückenform, die kennen wir alle als Optimalform, das ist eben die Bogenbrücke. Und nun möchte ich mein Statement abschließen mit einem sehr vertrackten Problem, um Ihnen nochmal zu zeigen, wie leistungsfähig die biologische Evolutionsmethode ist, wenn man sie richtig nachahmt. Also nicht nur Darwin, sondern Mendel und die Regeln der Populationsgenetik müssen auch mit enthalten sein. Sie kennen alle vielleicht, oder bekannt, Bild von Albrecht Dürer, ein Kupferstich, und im Hintergrund sehen Sie hier dieses magische Quadrat. Das ist ja so aufgestellt, dass immer die einzelnen Zeilen, die einzelnen Spalten und die Diagonalen in dem Falle immer die Summe 34 ergeben. Und das Besonderheit ist hier bei diesem Dürerschen magischen Quadrat, 4 mal 4 Quadrat, hier unten noch die Zahl 15 und 14. Es ist nämlich im Jahr 1514 entstanden. Und nun möchte ich etwas Ähnliches hier als Abschlussexperiment Ihnen vorstellen, nämlich ein magisches Quadrat, wo ich auch jetzt die Jahreszahl 2007 anordnen möchte und das wesentlich größer nun sein soll. Und das lassen wir jetzt zum Abschluss hier mal laufen, nämlich ein magisches Quadrat, das aus 21, wir leben ja im 21. Jahrhundert, 21 mal 21 Feldern besteht. Und hier in der Mitte soll sich nun die Zahl 2007 abbilden, indem hier, wo die 2 ist, überall eine 2 entsteht, hier 0 und hier eine 7. Und nun kommt es, die Summe sämtlicher Zeilen, die Summe sämtlicher Säulen und die Summe der beiden Diagonalen soll jeweils 2007 betragen. Nun, Sie können sich vorstellen, wenn Sie jetzt am Schreibtisch sitzen und sollten das durch Knobeln herausfinden, naja, also ich würde sagen, 10 Jahre, vielleicht auch noch mehr, weiß ich, ob man das jemals finden würde. Wir lassen das jetzt mit der Evolutionsstrategie laufen. Wie gesagt, immer ein echtes Experiment. So. Wir sehen die Mutationen. Der Computer muss ja nur versuchen, die einzelnen Zahlen in den Zeilen, in den Spalten und in den Diagonalen steht, so zu wählen, dass eben die Summe 2007 herauskommt. Und es ist ein sehr schneller Computer, fast zu schnell, die Lösung ist da. Sie können es nachkontrollieren, wenn Sie wollen, aber wir werden ja jetzt den Vorhang wieder schließen. Es kommt also wirklich in jeder Zeile, Spalte, die Zahl 2007 heraus.
Damit wollte ich Ihnen nur mal zeigen, wie leistungsfähig die biologische Evolutionsmethode ist. Man muss sie nur richtig nachbilden. Nur Darwin allein genügt nicht. So, damit recht herzlichen Dank. Jetzt läuft es nochmal los, das sollte es nicht. Sondern kommt was andere, etwas andere Zahlen raus, aber die Lösung natürlich auch wieder. Aber wir halten jetzt hier und wollen das Abschlussbild noch bringen, nämlich herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Professor Rechenberg. Ich freue mich schon auf unsere Diskussion, wenn wir dann auch darüber sprechen werden, in welche Erkenntnisse man aus diesen Evolutionsstrategien hat, was die Entwicklung von Leben auf anderen, in anderen Universen, Planeten, was wir daraus lernen können. Wie ich eingangs schon gesagt habe, wird jetzt Herbert W. Franke auf die Bühne kommen. Er hat, wie Herr Fürst ja schon angedeutet hat, drei Leben. Wir werden von allen drei Leben heute ein bisschen etwas erfahren. Zuletzt, nach dieser Diskussionsrunde, werden wir dann den künstlerischen Teil noch einmal sehen und hören können mit Weltraumgedichten, die wir im Planetarium unter der Sternenkuppel aufführen werden. Wir werden jetzt auch zwei Geschichten von ihm hören aus dem Band Die Zukunftsmaschine. Das ist also das eine Leben, das literarische Science-Fiction-Leben, wo er sich natürlich mit dem Thema von Aliens, fremden Intelligenten eigentlich tagtäglich aus beschäftigen muss und darf. Sein zweites Leben ist das des Wissenschaftlers, des Höhlenforschers, wo es auch gewisse Interdependenzen gibt, wie wir ja schon gehört haben, mit der Entdeckung, der jetzt nachgewiesenen Entdeckung der Marshöhlen. Herbert W. Franke hat also in der Höhlenforschung viele Entdeckungen gemacht in Höhlen, neue Entdeckungen. Er hat sich damit aber auch wissenschaftlich auseinandergesetzt. Er hat wichtige theoretische Beiträge zur Datierung von Tropfsteinen und damit zur Paläoklimatologie geleistet. Und sein drittes Leben ist das der Computerkunst. Diese wird heute hier bei uns am wenigsten im Mittelpunkt stehen, denn als Pionier dieser Kunstrichtung gilt er weltweit. Und er erzählt, wenn es also um das Thema Computerkunst geht, auch sehr gerne von der frühen Zeit und aus der Zeit, wo eben doch, sagen wir mal, in der Kunstszene die Computerkunst nur mit Kopfschütteln betrachtet wurde. Also man hat ja eigentlich in der Szene das Wort Kunst abgesprochen. Und 40 Jahre Kämpfens mit anderen Verbündeten in diesem Bereich haben nun dazu geführt, dass es in der Tat eine seit kurzem auch in der Kunsthistorie etablierte Kunstrichtung ist, nämlich mit Maschinen künstlerische Werke zu erzeugen. Ja, ich habe im Vorfeld zu dieser Veranstaltung versucht, die Themen, die wir heute ein bisschen, die wir diskutieren wollen, in Themenkreise zusammenzufassen. Und das erste Thema, das ich gerne mit Ihnen ein bisschen diskutieren möchte, ist die Frage nach fremden Intelligenzen. Mit den berühmten Ws, wo sind sie, wie sind sie und wie können wir mit ihnen auch in Kontakt treten. Es ist der bekannte Astronom Carl Sagan gewesen, der einmal gesagt hat, unser Planet ist ein einsamer Fleck im unermesslichen Raum der kosmischen Finsternis und unsere Nichtigkeit lässt keine Hoffnung aufkommen, dass Hilfe von irgendwoher kommen könnte, uns vor uns selbst zu schützen. Professor Franke, Sie haben ja in vielen zahlreichen Geschichten sich literarisch mit diesem Thema der Aliens auseinandergesetzt, ist auch variiert. Sie haben oft betont, dass Sie in Ihren Geschichten nicht, dass es Ihnen in diesen Geschichten nicht um die Vorhersage der Zukunft geht oder auch um die Vorhersage realer Existenzen, aber dennoch, dass Sie auf dem Boden des Möglichen bleiben wollen. Welche Lebensformen hält ein Science-Fiction-Autor, der auf dem Boden der Realität steht, für wahrscheinlich? Und welche Modelle von Lebensformen kann er sich vorstellen? Ja, das ist ja das Schöne an der Science-Fiction,
dass man hier nicht gleich alles beweisen muss, sondern dass man ein bisschen überlegen kann, wie könnte es sein und nicht unbedingt den Beweis antreten muss, dass es auch so ist. Und so kann ich also mit gutem Gewissen antworten. Ich glaube daran und habe auch bestimmte Hintergründe, die mir das als wahrscheinlich erscheinen lassen, dass die Möglichkeit verschiedenartiger Intelligenzformen oder vielleicht noch besser Lebensformen etwas allgemeiner weitaus größer ist, als wir uns das vorstellen können. Wenn ich die Schriften lese, die über Leben im Weltraum geschrieben wurden oder Ausführungen darüber höre, dann muss ich daran denken, dass man eigentlich immer nur nach Lebensformen sucht, die Ähnlichkeiten mit unseren eigenen Existenz haben, also kohlenstofforganische Wesen. Und da glaube ich, dass man sich natürlich dann die Möglichkeit, auf die wirklichen, vielfältigen, andersartigen Formen zu kommen, versperrt. Diese Möglichkeiten sind, glaube ich, deshalb so groß, weil die Naturgesetze unglaublich viele Kombinationen zulassen. Und ich halte es nicht für unbedingt nötig, nun nur im kohlenstofforganischen Bereich zu suchen. Wenn es darum geht, die kohlenstofforganischen Wesen zu suchen, dann ist das natürlich alles richtig, was da berechnet und abgeschätzt ist. Und es wären also wirklich nur kleine Teile im Sonnensystem, die überhaupt so ein Leben hervorbringen könnten. Die Meinung betreffend anderer Sonnensysteme hat sich etwas geändert. Und der Wahrscheinlichkeitsrechnung gemäß könnte es doch eine ganze Menge von Planetensystemen geben, in deren die physikalischen Bedingungen so geartet sind, dass unser Leben auch kohlenstofforganischer Basis entstehen könnte. Aber aus kleinen Andeutungen aus anderen Bereichen wissen wir ja doch, dass die Bausteine, die in unserem Universum zur Verfügung stehen, doch außerordentlich kombinationsfähig sind. Es gibt alle möglichen Kräfte, die sie zusammenholen, aber auch voneinander entfernen. Und so würde ich also doch meinen, man sollte einmal suchen, auch in anderen Energieebenen, als ganz anders als hier auf der Erde, auch mit ganz anderen chemischen Grundstoffen, als das der Fall ist. Und heiße Quellen etwa, die zeigen ja schon, dass das Leben also durchaus sich heranbilden kann, in den Anfängen zumindest, wo die Bedingungen merklich von dem abweichen, was uns Menschen angenehm ist. Es gibt aber noch eine andere, aus einem ganz anderen Bereich der Wissenschaft stammende Erkenntnis, die mich zu dem Schluss kommen lässt, dass diese Kombinationsmöglichkeiten, die zu Strukturen führen, man sollte sie vielleicht gar nicht unbedingt als Leben führen, bezeichnen, zu unglaublichen Wesenheiten führen können, die völlig anders geartet sind und doch ein Äquivalent zu dem bilden können, was wir hier als Menschheit auf der Erde geworden sind. Ich denke hier an die zellularen Automaten, wo man mit dem Computer die Möglichkeit hat, Naturgesetze zu postulieren und dann mit kleinsten Elementen, die dann unter Wechselwirkung unter der Ägide dieser Naturgesetze stehen, sich entwickeln zu lassen. Und da zeigt sich, dass wenn diese Naturgesetze, auch wenn man sie ganz, ganz einfach formuliert, zu unglaublichen Kombinationsmöglichkeiten führen, man kann also mit diesem Computerversuch natürlich sehr bequem arbeiten, im Zeitraffer gewissermaßen und unglaublich viele Möglichkeiten durchprobieren, die nicht zum Erfolg führen. Das ist selbstverständlich. Das Leben ist schon etwas Besonderes. Aber man kommt dann auf diese Weise doch immer wieder, und sie kann das staunend auch visuell beobachten, zu unglaublichen Strukturbildungen, zu Aggregationen dieser Gebilde. Und es zeigt sich, dass es sogar dann Zentren gibt, die miteinander dann kommunizieren, wobei das eine in das andere übergehen kann, wo auch eine Wechselwirkung im Sinn einer Kommunikation erfolgt. Und sogar Parasiten sind auf diese Weise entstanden, also Lebewesen, die nur weiter existieren können, wenn sie sich anhängen auf die schon bestehenden. Ich habe jetzt aus Versehen Lebewesen gesagt, also es müssten dann auch wieder Aggregationen, also Kleinstrukturen sein. Und wenn schon mit diesen so einfachen Bedingungen hochkomplizierte
Strukturen entstehen, dann meine ich doch, dass die Natur Wege findet, auch unter unwirtlichen Voraussetzungen, nicht nur auf der Planetenoberfläche, auch im Staub, der als Wolke irgendwo schwebt, oder auch in ganz anderen Bedingungen, die wir uns gar nicht vorstellen können, etwa im Glutball einer Sonne beispielsweise, dass etwas entstehen kann, das, ich bin vorsichtig, also natürlich nicht menschenähnlich ist, das wäre ja völliger Unsinn, aber dass sich weiterentwickelt hat und dass etwas gebildet hatte, das Intelligenz bedeutet. Und Intelligenz ist eine Fähigkeit, wie man sich also auch gegen merkwürdige, wie wir glauben, unwirtliche Verhältnisse wehren kann. Und ich kann mir dann durchaus vorstellen, dass Anfänge auch in solchen Gegenden entstehen und unter Umständen könnten diese dann entstandenen Einheiten ihren ursprünglichen Lebensraum auch verlassen und so wie das die Wasserwesen auf der Erde einmal gemacht haben, in ganz andere Bereiche eindringen und sich dort festsetzen. Jetzt hat Professor Franke ja schon einen großen Bogen gespannt und auch das Thema der andersartigen Leben in die Diskussion gebracht. Ich möchte jetzt doch wieder etwas mehr auf den Bereich zurückkommen, dieser Kohlenstofflebewesen, auf den etwas gesicherteren Boden der Wissenschaften und Professor Herrmann fragen, wie er das jetzt aus, als Astrophysiker und als jemand, der sich weniger fantastisch mit diesen Themen auseinandersetzt, sondern mehr auf dem Boden der wissenschaftlichen Erkenntnisse steht, wie er dieses Thema einschätzt. Sie haben ja schon einige Worte dazu in Ihrem Statement gegeben, aber eine Antwort in dem Sinn noch nicht. Ja, eine Antwort in dem Sinne wird auch nicht kommen können, weil wir ja, wie ich schon angedeutet habe, definitiv noch nichts wirklich wissen. Ansonsten muss man vielleicht Folgendes sagen. Also alles das, Franke, was Sie gerade hier vorgetragen haben, ist mir natürlich sehr sympathisch, auch aus einer Sicht auf die Wissenschaft, die vielleicht jetzt zunächst ein bisschen überraschend klingt aus dem Munde eines Wissenschaftlers. Aber ich sage immer auch gerne, man sollte auch die Wissenschaft nicht überschätzen. Also wir sind durchaus nicht in der Lage, alles vorherzusagen. Und die Geschichte der Wissenschaften zeigt ja, dass wir oftmals außerordentliche Überraschungen erlebt haben bei großen Entdeckungen. Und dann hinterher, das kann dann schon sein, sagen wir, das hätten wir eigentlich schon vorhersagen können, wenn wir die richtigen Denkkombinationen angestellt hätten. Da gibt es sehr, sehr viele Beispiele dafür. Also schon aus diesem Grunde würde ich sagen, ganz sicher mag die exakte Wissenschaft sich zu diesen Thesen, die eben hier gekommen sind, vielleicht nicht ganz konkret äußern, aber ich selber glaube also auch daran, dass das Leben oder sagen wir lebensartige Phänomene im Universum weitaus reichhaltiger sein werden, als wir uns das im Moment in unserer Fantasie vorstellen können. Nun aber, Sie fragten ja eben nach dem Kohlenstoff, nach der kohlenstoffchauvinistischen Betrachtung, wie manche das immer so gerne sagen. Auch da habe ich ja schon angedeutet, und das war eine große Überraschung für die Wissenschaft, dass wir unter diesen lebensunfreundlichen Bedingungen in den Weiten des Weltalls, nicht an Planeten und Sterne gebunden, sondern in Räumen, bei denen Temperaturen von, sagen wir mal, 50 oder 60 Grad Kelvin herrschen. Das heißt also minus 220, minus 230 Grad Celsius. Dass wir dort solche hochkomplizierten organischen Moleküle finden, was man ja damals, als das entdeckt wurde, überhaupt nicht verstanden hat. Das war schon in den 60er Jahren. Weil wir ja nach unseren etablierten Theorien glaubten, genau zu wissen, wie es zur Entstehung solcher hochkomplexen Moleküle kommt. Aber offensichtlich ist es dort unter wesentlich anderen Bedingungen auch dazu gekommen. Und das bestärkt mich eben auch in der Annahme, dass das erstens das kohlenstoffbasierte Leben sehr wahrscheinlich verbreitet ist im Universum. Sehr wahrscheinlich verbreitet ist, ohne dass wir das definitiv beweisen können, aber dass darüber hinaus das Spektrum von lebensartigen Phänomenen möglicherweise noch darüber weit hinausgeht. Professor Rechenberg, Sie nähern sich dem Thema Evolution ja von einer sehr spezifischen Richtung. Schließen Sie sich den beiden an in Ihrer Auffassung mit Ihrem Hintergrund oder sehen Sie das als Evolutionstheoretiker anders? Ich sehe es nicht anders, aber ich würde mich natürlich zurzeit doch mehr darauf konzentrieren. Das sieht man auch daran, dass man nur nach Planeten Ausschau hält, die, wie Sie sagten, überraschenderweise eine Temperatur zwischen 0 und 40 Grad haben. Kohlenstoffbasiertes Lebewesen,
Wenn ich daran nun denke, an kohlenstoffbasiertes Lebewesen auf einem Planeten mit diesem Temperaturbereich, dann bin ich allerdings der Meinung, dass dort die Lebewesen tatsächlich uns sehr ähneln werden. Warum sage ich das? Nun, weil unsere Computerexperimente halt immer zeigen, wenn wir in etwa dieselben Umweltbedingungen haben, das muss es natürlich sein, dann kommt immer dasselbe heraus, nämlich, wie wir sagen, das Optimum. Das ist ja ein Berg und die Spitze wird dann besetzt von der Lösung am Ende und das ist halt immer nur ein Punkt. Es gab ja mal früher eine Zeit, da haben die Biologen sogar gesagt, die Tatsache, dass man auf der Erde das Phänomen der Parallelevolution beobachtet, ich komme gleich darauf zu sprechen, das wäre eigentlich ein Gegenbeweis zur Evolution. Weil für mich ist es gerade ein Beweis dafür, nämlich es muss immer dasselbe herauskommen. Was ich jetzt anspreche, ist Parallelevolution, Marsupialia und Placentalia, also die Beuteltiere und die Lebewesen, die auf unseren Kontinenten hier vorkommen. Und da fasziniert mich immer ganz besonders, und das zeige ich vor allem in meiner Vorlesung immer den Studenten, die Maus. Es gibt auch die Beutelmaus in Australien und unsere normale Wald- und Feld- und Wiesenmaus. Und wenn man es nicht wüsste, dann würde man sagen, die sehen doch absolut gleich aus, haben aber eine ganz andere Evolutionsgeschichte hinter sich gehabt. Das wissen die Biologen. Und am Ende ist genau das Gleiche herausgekommen. Und das bestärkt mich eben ein bisschen, dass wenn wir zu der Ansicht, wenn wir also nun suchen nach extraterrestrischem Leben und hauptsächlich immer Planeten anpeilen, die nun so in etwa unsere Umweltbedingungen haben, dass wir dann auch eine Chance haben, Lebewesen dort zu finden, die uns ganz schön ähnlich sind. Was faktisch, wenn ich Sie aber richtig interpretiere, nicht bedeuten muss, dass es nicht auch Leben in anderer Form geben könnte, naja, das dem nicht entspricht. Was Herr Franke ja ausführlich besprochen hat. Genau. Selbst, also unterstellen wir jetzt mal, wir würden Leben finden, das ähnlich zu unserem ist, ist natürlich auch die Frage, können wir mit diesem Leben überhaupt in Kontakt treten? Oder ist es überhaupt sinnhaft, mit diesem Leben in Kontakt zu treten? Ich habe hier ein Zitat mitgebracht von Fred Hoyle, der ja selbst Wissenschaftler ist auf der einen Seite, ist er schon gestorben inzwischen? Fred Hoyle ist nicht mehr am Leben, ja, also war. Und auf der anderen Seite aber auch als Science-Fiction-Autor gearbeitet hat. Und also in dieser Kombination Kosmologie und Science-Fiction auch spannende Beiträge sozusagen geleistet hat. Und er hat einmal geäußert in Anspielung auf den Roman A wie Andromeda, Nachrichtenaustausch mit Fremdintelligenzen kann unter Umständen ebenso viel Unheil anrichten wie eine tatsächliche materielle Invasion. Also ich möchte jetzt das Thema einleiten der Sinnhaftigkeit oder auch der Möglichkeit, mit fremden Intelligenzen in Kontakt zu treten. Ist die Sprache überhaupt ein geeignetes Instrument, Hilfsmittel, mit fremden Intelligenzen kommunizieren zu können? Wir wissen alle, dass wir schon untereinander Probleme manchmal haben, uns sprachlich so auszudrücken, dass wir untereinander verstanden werden. Herbert W. Franke, wie sehen Sie das mit der Möglichkeit, mit fremden Intelligenzen wirklich in Kommunikation treten zu können? Ich denke an das, was Herr Reichenberg gesagt hat, dass es doch eine gewisse Hoffnung gibt, dass man auch auf menschenähnliche Wesen treffen könnte. Und ich glaube, dass auch die Art der Kommunikation dadurch natürlich vorgegeben ist. Das heißt also, es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass an diesen Gegenden, wo solche Wesen vorkommen, dass dann also auch auf dieselbe Art, wie wir das da tun, miteinander kommuniziert wird. Und die Frage, ob man also nach solchen Signalen suchen soll im Weltall, die dann aus der Ferne zu uns kommen, die ist durchaus berechtigt. Schade, dass da bisher noch nichts zustande gekommen ist. Erklären kann man das natürlich leicht. Es ist ja nicht unbedingt nötig, bei einer Kommunikation im Rahmen eines Planeten so starke Impulse auszusetzen, dass die da über Sonnensysteme hinweg jetzt bei uns noch lesbar vorkommen. Aber gut, wenn man diese Schwierigkeiten jetzt einmal als überwunden betrachtet, dann wird die Frage, ob das, was da jetzt auf einem, was da gesendet wird, ob man das entschlüsseln könnte. Nun, wenn wir es wirklich mit menschenähnlichen Wesen zu tun haben, werden deren Probleme auch nicht viel anders beschaffen sein als unsere. Und wenn wir also wirklich das unglaubliche Glück haben, gerade von so einer Spezies dann Nachrichten aufzufangen,
dann könnte ich mir absolut vorstellen, dass wir dann also in der Lage sind, das auch zu entschlüsseln. Aber es gibt ja außer den Unterschieden zwischen verschiedenen Spezies, die sich an verschiedenen Orten im Weltraum gebildet haben können, auch noch Unterschiede im Entwicklungszustand. Und ich würde denken, dass es auch eine Möglichkeit gibt, dass die Primitiven mit den Weiterentwickelten sich auch nicht aus dem Grund des Unterschiedes her nicht verständigen könnten. Und ich habe auch mal ein paar Geschichten über solche Dinge geschrieben. Und dann ist es natürlich etwas unangenehm, wenn man sich ausmalt, wie eine solche Begegnung aussehen könnte. Wenn es also wirklich zu dem absolut unwahrscheinlichen Tatbestand kommt, dass wir da also Nachrichten bekommen haben, da könnte man natürlich eine Menge erfahren und vielleicht auch etwas über technische Lösungsprobleme, nicht wahr? Und das heißt, dass es käme dann auf uns ein Schwall von Wissen zu, für den wir vielleicht noch gar nicht reif sind. Da wäre fast zu hoffen, dass wir es nicht verstehen. Ich halte allerdings das für außerordentlich unwahrscheinlich. Um noch etwas noch Unwahrscheinlicheres zu sagen, in der Science Fiction wird ja oft davon gesprochen, dass also unsere Brüder aus dem All zu uns kommen und uns unter den Arm greifen, alles in Wohlwollen sich dann auflöst. Das ist etwas, was wir aus unserer Erfahrung her, wenn wir etwa die Weißen bei den Indianern in Südamerika gelandet sind, ganz anders verlaufen ist. Und nun zu glauben, dass bei einer solchen Spezies, die aus dem Weltraum zu uns wirklich kommen würde und da landen würde, da müssten uns diese Leute derart überlegen sein, dass sie uns wahrscheinlich nicht mehr zu den Intelligenzen zählen würden, sondern wir wären dann genauso wie bedeutungsvoll oder einzuschätzen, wie wir beispielsweise Würmer oder Urinsekten im Boden ansehen. Und da denkt man eigentlich auch nicht daran, sich mit denen zu verständigen. Da doch gleich an Herrn Professor Rechenberg die Frage von der Seite der Evolutionstheorie oder der Entwicklungsgeschichte. Ich möchte nochmal auf dieses Thema Kodierung zurückkommen. Halten Sie es denn selbst unterstellt, die Lebewesen hätten sich ähnlich entwickelt, für wahrscheinlich, dass sich auch ihre Kodierungsmechanismen ähnlich entwickelt haben? Oder dass man auch diese Wesen eine Art Sprache entwickelt haben, die in irgendeiner Form, ich sage es jetzt mal, kompatibel mit dem ist, was wir hier als Werkzeug benutzen? Ja, ich würde das so weit auch ausdehnen, dass wenn wir eben nach Planeten suchen, die zwischen 0 und 40 Grad Temperaturbereich haben und Kohlenstoffleben dort basiert, dass sich auch ähnliche Kommunikationssysteme, Sprachen entwickeln. Aber jetzt kommt das Problem, was Herr Franke ja gerade angedeutet hat, nämlich der Zeitunterschied. Nicht? Also ich hätte auch gar keine Bange, dass man nun irgendwie, wenn diese außerirdische Existenz da uns vielleicht technisch weitaus überlegen wäre, dass wir da Schaden nehmen könnten. Ja? Nämlich, ich war ein Beispiel, wenn wir noch nicht so weit sind oder eine andere Existenz noch nicht so weit ist, nutzt es ja gar nichts, eine hochtechnische Lösung hervorzustellen. Beispiel, hätten wir Leonardo da Vinci, ein hervorragender Ingenieur, einen PC auf den Tisch gestellt. Ja, der hätte überhaupt nichts mit anfangen können. Wahrscheinlich hätte er sich auch gar nicht mal so sehr gewundert, nicht? Wenn er das hätte nachahmen wollen, hätte er vielleicht einen Quarzkristall genommen und hätte da ein paar Drähtchen dran befestigt. Oder man hätte ihm einen Airbus draußen vorgestellt. Er war ja vor allen Dingen der Erste, der nun auch sich mit der Flugtechnik beschäftigt hat. Der hätte auch nichts mit anfangen können. Also das ist eigentlich das große Problem, nicht bei dieser Zeitunterschied, dass man dann vielleicht durchaus erkennt, dass sich dort intelligente Lebewesen aufhalten. Entweder sind sie uns nun überlegen oder nicht. Aber dass man im Grunde genommen dann vieles doch nicht versteht. Denn verstehen heißt nun wirklich, man muss sich auf der gleichen Ebene bewegen. Gerade wie als Bioniker, auch ein Beispiel, ja. Ich sage ja manchmal, wenn wir biologische Lösungen jetzt studieren und versuchen, die in die Technik zu übertragen, ja, dann tun wir ja Zukunftslösungen eigentlich studieren und da zeigt sich immer wieder die direkte Nachahmung, oder gucken, wie leistungsfähig es ist, nutzt uns überhaupt nichts. Wir müssen es genau verstehen, wie das funktioniert. Und das ist eventuell dann das Problem bei solch einer Kommunikation zwischen uns und eventuell überlegenen außerirdischen Existenzen. Ja, wenn ich vielleicht hier nochmal eingreifen darf, das ist nun zwar kein astrophysikalisches Problem, was ich jetzt anschneide, aber das ist gerade das Schöne bei dieser Diskussion, dass man sehr schnell auf viele verschiedene Felder kommt.
Herr Franke, Sie sagten ja gerade, wenn die Leute hier ankommen, uns möglicherweise überlegen sind. Ich denke, wenn Sie hier ankommen würden, dann zeigen Sie schon dadurch, dass Sie das können, dass Sie uns mit Sicherheit überlegen sind. Denn wir sind natürlich weit davon entfernt, eine fremde Kommunikation, eine fremde Zivilisation irgendwo körperlich wirklich aufzusuchen. Das ist nur in Ihren Geschichten möglich, im Moment jedenfalls. Also Sie wären uns natürlich dann überlegen. Und nun stellt sich die Frage, wir haben ja heute den Beginn des G8-Gipfels, da passt die Frage förmlich hierher, von kosmischer Globalisierung dürfen wir ja nicht reden. Das ist ja dann sozusagen kosmisch gesehen weit zurück. Also das, was wir in unserer Geschichte erlebt haben, denke ich mir, könnte sich dann durchaus auch wiederholen. Also wenn die so wenig gelernt haben da draußen in ihrer viel längeren Entwicklung wie wir in den letzten 2000 Jahren auf diesem Gebiet, dann kann das schon eine Bedrohung sein, wenn die hier ankämen. Also das sind so Gedanken, die sozusagen weit weg von der Naturwissenschaft ins Gesellschaftswissenschaftliche hinein sich aber doch auch aufdrängen, wenn man über so ein Thema nachdenkt. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, gibt es hier durchaus gewissen Konsens, dass es eher unwahrscheinlich ist, auch wenn es eine Vielzahl dieser Lebensformen im Universum gibt, dass man sich real gegenüberstehen kann, sozusagen. Aber der Nachrichtenaustausch ist doch durchaus eine Möglichkeit, auch mit der Problematik kann man sich verstehen, weil die Entwicklungsgeschichte oder die Evolutionsgeschichte, in der die eine Zivilisation und die andere steht, möglicherweise sehr weit voneinander unterschieden sind. Ich hätte noch eine Frage in diesem Zusammenhang an Professor Herrmann. Es gab ja ein Projekt SETI, mit dem man versucht hat, genau das zumindest mal zu erforschen, also mit fremden Intelligenzen im Universum in Kontakt zu treten oder zumindest ihre Funksignale aufzugreifen. Ich habe so den Eindruck, dass nach der ein bisschen Euphorie bei diesem SETI-Projekt, die aber nun schon einige Zeit zurückliegt, dieses Thema in der Wissenschaft ein bisschen zu den Akten gelegt wurde. Ist diese Einschätzung von mir richtig oder sagen Sie nein, das ist auch heute noch ein Thema, an dem Astronomen, Astrophysiker intensiv arbeiten? Ja, das Thema ist vielleicht nicht mehr so in den Medien im Moment, aber es ist eigentlich niemals zu den Akten gelegt worden. Das Einzige, was leider richtig ist, dass die ursprünglichen Projekte, die man hatte, von der Finanzierungsseite unterbrochen worden sind. Das heißt aber nicht, dass das Projekt aufgegeben wurde. Es sind also weitere, sogar neuartige Wege jetzt wieder in jüngster Zeit beschritten worden, um das Projekt voranzutreiben. Und ich hatte ja vorhin in meinem Statement ganz kurz erwähnt, vielleicht für die Nichtfachleute etwas unverständlich, dass auch Millionen private Computer mitspielen in dieser ganzen Suche nach extraterrestrischen Zivilisationen. Das ist tatsächlich der Fall. Es gibt also dieses Projekt SETI at Home, da kann man sich also einloggen. Und dann wird gewissermaßen eine raffinierte Software auf den Computer gebracht, von der Sie als User gar nichts bemerken. Weil eben der Datenfluss, den wir bekommen im Rahmen dieses Projektes, so gewaltig ist, dass man nicht genug an Auswertekapazität haben kann. Und so kann es also passieren, wenn Sie sich zum Beispiel an diesem Projekt beteiligen, in Deutschland sind es, glaube ich, Hunderttausende, die da mitmachen, und weltweit sind es einige Millionen, wie gesagt, wenn Sie sich beteiligen, dass auf Ihrem Computer das erste künstliche Signal dann angezeigt wird, das würden Sie allerdings auch nicht bemerken, das würden Ihnen aber die Herren dann mitteilen, dass das passiert ist. Und das Problem, was wir dann natürlich haben, und Sie sprachen die Zeiträume an, ist natürlich, wie alt ist das Signal? Also wo kommt es her? Welche Distanz hat es überwunden? Wenn es aus einer Distanz von 1000 Lichtjahren kommt, heißt es, dass die Information 1000 Jahre alt ist, die wir haben. Und Entschlüsselung vorausgesetzt, Antwort auf den Weg gebracht, dann würden doch insgesamt 2000 Jahre vergehen, bis eine Reaktion von uns dort empfangen werden könnte. Und was 2000 Jahre wieder in einer Geschichte bedeuten, das sehen wir ja, wenn wir unseren eigenen Planeten anschauen. Also wir sind ja durchaus heute gar nicht sicher, ob wir als menschliche Rasse in 2000 Jahren überhaupt noch vorhanden sein werden. Professor Richenberg? Ich wollte dazu noch ergänzen, ich hoffe so ein bisschen, dass vielleicht bei diesem Projekt SETI und bei einem Novo SETI auch Folgendes passiert, wie wir es jetzt bei den Planeten beobachten. Nicht? Lange, lange Zeit, völlig aussichtslos. Man hat gezweifelt, dass überhaupt noch extrasolare Planeten existieren. Und mit einmal, Sie sagten, 250 ist man jetzt schon und fast jede Woche kommt ein neuer hinzu. Vielleicht, meine stille Hoffnung, haben wir einen ähnlichen Durchbruch irgendwann mal auch mit extraterrestrischen Signalen. Dass mit
einmal es anfängt, da, und dann haben wir auch in ein paar Jahren 250 oder mehr. Kann doch passieren. Professor Rechenberg, ich würde da gerne noch gleich eine Frage hinten dran schieben. Als Evolutionstechniker sind Sie ja dabei, das hatten Sie uns ja auch sehr schön verdeutlicht in Ihrem Statement, der Evolution Techniken abzuschauen und sie umzusetzen. Heute bauen wir mit Technik Maschinen. Werden wir künftig auch Lebewesen bauen können? Ganz gewiss. Frage ist nur, ob wir es wollen und was denn daraus entsteht. Zumindest, das hatte ich ja mein Statement dargestellt, und das ist auch etwas, was ich hier rüberbringen wollte und was, glaube ich, rübergekommen ist, dass die biologische Evolution eben viel, viel leistungsfähiger ist, als es die meisten Leute eben glauben. Nicht? Und zwar so leistungsfähig, dass wir eben sagen, wenn wir im Laboratorium jetzt eine Neuentwicklung planen, dann nehmen wir viel lieber eine Evolutionsstrategie, setzen die an, als dass wir jetzt die gängigen mathematischen Verfahren ansetzen. Herbert B. Franke, Sie haben sich mit dem Thema dieser zweiten Schöpfung, also der Mensch schafft eine eigene Intelligenz aus Maschinen oder in welcher Form auch immer, es gibt ja auch die Varianten, dass es also Zusammenschaltungen sind, wie fremdartig oder auch wie nah sind uns diese Wesen, die wir dann selbst mit Evolutionstechniken erschaffen, auch im Vergleich zu den Aliens? Ja, ich kann natürlich auch nur auf Möglichkeiten hinweisen. Ich bin nicht in der Lage, die Zukunft vorherzusehen. Und ich glaube im Übrigen daran, dass sie auch nicht vorbestimmt ist. Also es sind viele Möglichkeiten, die durch unsere Entscheidungen beeinflusst werden. Und da steckt wieder dahinter, dass wir uns eigentlich doch oft mit Zukunftsfragen beschäftigen sollen, um die Entscheidungen einigermaßen vernünftig zu treffen. Nun, wir beobachten ja, dass man sich so Schritt für Schritt ganz langsam auf die künstliche Intelligenz zubewegt. Der Ausdruck wird schon gelegentlich verwendet für einen Anrufbeantworter oder sowas. Nichts davon ist die künstliche Intelligenz, die wir uns erwarten. Es gibt aber auf der anderen Seite, das hat schon Steinbuch gesagt, kein Naturgesetz, das verbietet, dass Maschinen intelligent werden oder auch, dass sie intelligenter werden können als Menschen. Und nun ist es so, wie es ja immer schon war, also vor so und so vielen Jahren, da konnte man beweisen, dass es einen funktionierenden Computer nicht gibt, weil die Schaltteile zu groß sind. Und das würde ja ganze Städte brauchen, um einen funktionierenden Computer, so wie man sich ihn erträumt, überhaupt hervorzubringen. Das heißt mit anderen Worten, wir müssten, wenn wir solche Fragen ventilieren, auch an neuere Methoden denken. Und ich deute das etwa an, also wir müssten natürlich die Elemente, die Speicherelemente noch viel kleiner machen. Und wir haben ja am Beispiel des Nervensystems die Tatsache bewiesen, dass das möglich ist. Aber auch aus physikalischen Gründen ist das Ergebnis dasselbe. Wir müssen uns überlegen, welche Einheiten als Informationsträger überhaupt brauchbar sind. Solche, die die Informationen weiterleiten, speichern, vernichten oder auch erzeugen können. Und da gibt es also eine ganze Menge guter Chancen, dass wir da also noch erheblichen Fortschritt erleben können. Ich selbst bin der Meinung, dass die Intelligenz des Menschen ja auch nicht von selbst kommt. Ein frisch geborenes Baby ist auch nicht besonders intelligent, es muss lernen. Und es wäre viel zu viel verlangt, auch von einer hohen Intelligenz, wenn sie das alles bereits in sich hätte. Da müsste man eine schon bestehende Intelligenz simulieren, nachbauen, dann könnte man vielleicht mit diesem Resultat intelligent kommunizieren. Aber wenn wir selbstständige, intelligente Wesen haben wollen, dann müssen wir lernfähige Systeme haben. Und lernfähige Systeme, das bedeutet beispielsweise, dass also die Schaltung noch nicht vorher organisiert ist, sondern dass sie sich selbst organisiert in Abstimmung auf die Umgebung. Und da würde wieder so eine Evolution natürlich dann dazu führen, dass sich die Systeme von selbst optimieren. Und ich glaube natürlich auch, dass man das nicht berechnen wird, sondern dass man das sich selbst überlassen muss. Und so meine ich, um ein Schlagwort zu gebrauchen, dass man wachsende Schaltungen braucht. Und ich könnte das auch, sagen wir mal, ein bisschen konkretisieren, damit Sie sich vorstellen können, wie ich mir das vorstelle. Wenn wir diese Schaltungen haben, die also weitaus kapazitiver sind als wir, sie müssen nicht unbedingt viel schneller sein, aber es muss die Menschen
Technikverbindung bestehen. Das heißt, wir müssen also ein solches System an unser Gehirn anschalten können. Dann können wir ein solches System einem Säugling einpflanzen und dadurch einen elektronischen Doppelgänger schaffen, der mit ihm zusammen sich entwickelt. Dieses technische System, das müsste alles, was an Information reingeht, über die Wahrnehmungsorgane, aber auch über technische Systeme, mitbekommen. Und es müsste analysieren, wie der Mensch darauf reagiert. Und dann hätten wir dann ein System geschaffen, etwa, das also nach Jahrzehnten ein Doppelgänger gewissermaßen ist, des Menschen, an dem dieser Apparat vorher angepflanzt wurde. Das wäre also eine Möglichkeit, zu intelligenten Systemen zu kommen, und sie führen automatisch zu solchen, deren Denkweise uns ähnlich ist. Die kann, was die Äußerlichkeiten betrifft, etwas ähnlich, etwas anders sein, aber wenn sie selbstständig reagieren soll, später mal, etwa also nicht mehr angeschaltet bleibt, sondern ein Partner wird dieses Menschen, an dem der Lernprozess vollzogen wurde, dann kann sich das natürlich dann etwas auseinander dividieren, und man braucht aber dieses System auch Wahrnehmungssysteme, die dieses Menschen ähneln. Also dieser Weg führt zu ähnlichen Organismen. Jetzt bin ich allerdings der Überzeugung, dass Intelligenz sich auch völlig anders entwickeln kann, und vielleicht können wir, wenn wir das wollen, auch auf technischen Weg zur Entwicklung von Intelligenzen kommen, die nicht diese Menschenähnlichkeit haben, die völlig anders gebaut sind, auf ganz anderer Grundlage sind. Man könnte sich zum Beispiel sogar eine Intelligenz vorstellen, die in einem Netzwerk lebt. Also stellen Sie sich das Internet vor, nicht mehr, und durch bestimmte Möglichkeiten, die da bestehen, der Verbindung, der Nachrichten, der Übernahme der logischen Prozesse damit, dann könnte es vielleicht passieren, dass man also dann bestimmte Stellen, wo nämlich der Mensch dann eingreift durch den Computer, Relaisstellen hat für dieses System, und vielleicht könnte er so, selbst ein solches System intelligent werden. Ich meine nicht unbedingt unser heutiges Web, aber wenn das in 100 Jahren dann vervollkommnet ist und ganz andere Möglichkeiten bietet, könnte ich mir sowas vorstellen. Und wenn wir dann mit Intelligenzen kommunizieren, die völlig anders denken als wir, dann wird es natürlich erst interessant. Dann ist die Frage, können wir also uns da verständigen, wenn das System intelligenter ist als wir, dann können sich alle diese Befürchtungen verwirklichen, die wir in Bezug auf andere Organismen aus der Ferne des Weltalls haben. Und dieser Zustand, der ist im Vergleich zu diesen Spekulationen über den Weltraum an uns viel näher, als wir uns das vorstellen können. Und im Übrigen, wenn wir dann spekulieren darüber, wenn wir also dann doch irgendwie Verbindung mit fremden Intelligenzen von anderen Sternen aufnehmen, dann glaube ich, dass wir dann diese hochintelligente Rasse, die da bei uns landet, eben doch nicht so als wie Menschen uns vorstellen müssen, sondern es werden Weiterentwicklungen sein, beispielsweise Kombinationen zwischen Techniken, Schaltsystemen und Menschen. Das heißt also, wir wissen ja ganz gut, welche Aufgaben die Umwelt und sowas an uns bietet. Und da werden wir nicht auskommen, etwa ohne die Intelligenz zu erweitern. Wir schalten uns mit Computern zusammen. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir Schwierigkeiten haben, etwa mit den Problemen, die wir heute zum Teil uns selbst bereitet haben, fertig zu werden. Das heißt aber, dass wenn eine solche Begegnung erfolgt zwischen Menschen und anderen oder auch zwischen künftigen Menschen und anderen Intelligenzen, dass dann das Nachkommen sein werden der ursprünglichen, natürlich entwickelten Spezies, die also dann durch die Eigeninitiative im technischen Bereich dann erst möglich geworden sind. Und es können Wesen sein, über die wir uns überhaupt nichts Näheres vorstellen können. Ich sah da ein leichtes Zögern, Professor Rechenberg, zwischendurch bei den Ausführungen von Herbert W. Franke. Ich denke, die Zuschauer haben das auch gesehen und würden gerne wissen, was da gerade in Ihrem Kopf vorgegangen ist. Nun, hat sich ja relativiert. Es war nachher etwas anders, wie ich es verstanden hatte. Viele Menschen haben ja Angst heute davor, wenn sie sehen, wie die Robotertechnik nun sich weiterentwickelt, dass da eventuell nun mal Roboter entstehen, die nun intelligenter sind. Okay, das ist nicht so schlimm, aber sie sich vor allen Dingen dann auch vermehren. Uns eventuell verdrängen würden. Nun, da habe ich gar keine Bange vor, weil nämlich im Grunde genommen, man sagt ja dann Top-Down-Methode,
künstliches Leben, was Menschen sicherlich auch mal versuchen werden zu erzeugen, muss ja immer von unten her wachsen, nicht bottom-up, wie man im Englischen sagt. Und das kann sicherlich dann nur auf chemischem Wege geschehen. Und da haben natürlich auch viele Bange nun mit solchen künstlichen Kreaturen, die dann mit einmal eventuell die Gewinner im Evolutionsspiel sind. Da kann ich also nur empfehlen, daran denke ich immer, wenn es mal so weit sein wird, so lange wird es ja nicht mehr dauern, dass Menschen und Chemiker anfangen, jetzt künstliche Wesen zu schaffen, dann sollte man nur eines tun, eben nicht auf Kohlenstoffbasis dieses Leben schaffen, sondern vielleicht auf Siliziumbasis oder irgendetwas anderes, dann könnte wenigstens die von mir durchaus gefürchtete Vermischung nicht auftreten. Wieso gefürchtet, wenn ich da nachfragen darf? Naja, also ich meine, ich möchte schon, dass ein Kohlenstoffleben, so wie es sich entwickelt hat, dass das so erhalten bleibt und sich vor allen Dingen, das habe ich ja auch in meinem Vortrag schon so ein bisschen angedeutet, hatte, sich dann im All auch ausbreitet. Diese Evolution, die hier angefangen hat, erst war sie im Wasser gewesen, dann vorsichtiges Lugen aus dem Wasser und das Obern des Landes und jetzt natürlich, dass wir nun in das Weltall hinaus müssen. Und da möchte ich auch etwas sagen. Ich bin immer sehr entsetzt, wenn also Leute heute sagen, ach, das brauchen wir alles gar nicht. Wozu müssen wir ins Weltall? Wir haben genügend viele Probleme hier auf der Erde. Dann sage ich immer wieder, denken Sie mal daran, im Wasser hätten sich vor 500 Millionen Jahren hochintelligente Lebewesen entwickelt und die hätten gesagt, wir brauchen nicht an, wir haben im Wasser genügend viele Probleme, wir bleiben hier im Wasser. Also daraus will ich nur sagen, unsere Aufgabe für mich ist die, dass wir auch das kohlenstoffbasierte Leben, so wie wir hier sitzen, weiter in der Evolution ins Weltall hinaustragen. Und wenn wir das tun, und die Anfänge sind ja zu erkennen, wenn man so will, dann werden wir es nicht tun, weil wir es angeblich nicht brauchen, sondern wir werden es wahrscheinlich tun, weil wir es dringend brauchen, weil wir die sowohl die Zahl der Menschen als auch die Ressourcen der Erde sind ja begrenzt, das wissen wir. Und wir wissen auch, dass heute faktisch alle Menschen auf der Welt nach dem Wohlstand streben, der in den zivilisierten, technischen, hochentwickelten Ländern vorhanden ist. Das kann die Erde gar nicht hergeben. Und da bietet eine Kolonisation des Weltalls tatsächlich einen Ausweg, der technisch durchaus machbar ist und für den ja die Projekte schon vor vielen Jahrzehnten, zumindest in ihren Anfängen, entwickelt worden sind. Also das ist zwar eine ziemlich visionäre Geschichte, wenn man das heute so hört, aber ich denke, das ist durchaus nicht unrealistisch. Ja, ich habe festgestellt, dass wir im Weltraum waren bei fremden Intelligenzen, hypothetischen, die wir aber bisher, obwohl wir sie nun schon einige hundert Jahre suchen, noch nicht gefunden haben. Ich habe mitgenommen, Professor Herrmann, dass es durchaus inzwischen Tendenzen gibt, dass wir jetzt Entdeckungen machen, Räume gefunden zu haben, in denen Leben sich zumindest theoretisch entwickeln könnte, auf Kohlenstoffbasis, weil das das Einzige ist, was wir wirklich greifen können. Wir haben vom Evolutionstheoretiker auch gehört, dass das alles relativ wahrscheinlich sogar ist, dass es sich so abspielen wird. Dennoch habe ich den Eindruck, das ist dann eine Frage auch an den Astrophysiker, dass Sie in dieser Runde jetzt ein bisschen auf verlorenem Posten stehen. Wir haben jetzt zuletzt über den Menschen wieder geredet, über den Menschen, der hinausgeht in das Universum, weil wir eben noch immer keinen wirklichen Nachweis haben, das Leben draußen gefunden zu haben. Wir haben davon gesprochen, Größenordnung war das 100 Jahre, dass wir möglicherweise selbst Intelligenzen der zweiten Generation oder eigene Schöpfungen kreieren können. Wie sehen Sie das in Relation zu diesen extraterrestrischen Lebensformen und auch der Wahrscheinlichkeit, dass wir wirklich mit diesen in Kontakt treten können? Das wäre so eine Art Schlusswort, um das ich Sie bitten würde. Das Schlusswort ist schwierig. Das sind natürlich zwei sehr verschiedene Dinge. Also der verlorene Posten der Astrophysik ist ja nur insoweit verloren, als wir eben diese so spannende Frage, auf die jeder gerne eine Antwort hätte, einfach mit einer zuverlässigen wissenschaftlichen Begründung nicht geben können. Aber wir wissen, und das denke ich, kam auch schon in meinem Eingangsstatement raus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass da Leben ist, die ist ja heute wesentlich höher einzuschätzen als etwa vor 100 Jahren. Da war unser Wissen viel geringer und wir haben viel mehr im Dunkeln getappt, als wir heute im Dunkeln tappen. Und alles das, was heute hier gesagt wurde, und zwar sowohl von Herbert W. Franke, sagen wir mal, als Zukunftsvisionär, als auch vom Evolutionsstandpunkt aus des Kollegen Rechenberg, alles das
würde, glaube ich, ein sachlich denkender Wissenschaftler in keiner Weise für unsinnig oder für reine Science Fiction erklären, sondern das sind die Problemfelder. Und ganz sicher wird in der nächsten Zeit auch in der Astrophysik noch sehr, sehr viel passieren. Sie sagten ja schon, Ihre Hoffnung ist, dass nun plötzlich so eine Riesenwelle von Signalen künstlicher Intelligenzen auf uns zukommt. Kann natürlich sein, denn dass die Astrophysik die Planeten so lange nicht gefunden hat, war eigentlich eine Frage der technischen Möglichkeiten genau genommen. Also je besser die technischen Möglichkeiten wurden, die Genauigkeit der Nachweisverfahren, umso erfolgreicher ist man auf diesem Gebiet. Und dass man gerade erdähnliche Planeten eben noch nicht in der großen Zahl gefunden hat, hängt auch nur damit zusammen, dass die am schwierigsten nachzuweisen sind. Also die technischen Möglichkeiten spielen eine große Rolle. Bei SETI spielen natürlich auch die Suchstrategien eine Rolle, die man mehrfach auch verändert hat. Also es kann alles durchaus passieren, aber eine definitive Antwort des fantasielosen Astrophysikers gibt es heute Abend nicht. Während er aber all dem, was sonst gesagt wurde, gerne zustimmt. Vielen Dank. Ich möchte schließen mit einem Zitat des Astronomen Camille Flammarion, der bereits vor mehr als 100 Jahren in seinem Roman, er hat also auch Astronomie betrieben und als Romancier gearbeitet, in seinem Roman Urania, geschrieben hat: Es können Wesen in Formen leben und denken, die ganz verschieden von denen sind, die man auf euren Planeten kennt. Und das sagt Urania, die also im Universum existiert und nicht von der Erde kommt, zu einem Irrling. Die Bewohner der anderen Welten haben weder eure Gestalt noch eure Sinne. Sie sind eben andere. In diesem Sinne möchte ich mich sehr herzlich für die Diskussion bedanken. Wir hatten, wie nicht anders zu erwarten war, ich freue mich trotzdem, dass Sie hier waren, kein Ergebnis in dieser Diskussionsrunde. Wir wissen schlichtweg nicht, auch nach 500 Jahren Suche, ob es fremde Leben im Universum gibt. Wir können aber mitnehmen, dass die 500-jährige Suche heute immerhin an dem Punkt angekommen ist, dass wir es für sehr wahrscheinlich halten, dass diese Lebewesen existieren und dass es, wenn diese denn existieren, es auch zu einer Begegnung, wann auch immer das sein wird, kommen wird. Ich möchte mich sehr herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken, in der Zuschauerschaft, bei den drei Talkgästen sehr herzlich für Ihre Beiträge, die sehr spannend waren und unterschiedliche Aspekte dieses interessanten Themas aufgeworfen haben und die Veranstaltung schließen. Weiter möchte ich Sie informieren, dass wir jetzt draußen ein kleines Get-Together haben. Alle unsere Talkgäste sind natürlich anwesend. Sie können, wenn Sie Fragen direkt haben, auf Sie direkt zugehen. Alle haben zugesichert, dass Sie gerne auch Fragen im Dialog annehmen möchten. Wir werden so etwa 20 Minuten, wie gesagt, jetzt ein bisschen Get-Together und haben und Getränke nehmen und anschließend uns im Planetarium, wenn Sie möchten, wiedersehen. Das Planetarium ist möglicherweise nicht groß genug, da gehen maximal 35 Personen rein für alle Anwesenden. Wir werden aber die Vorführung mit den Weltraumgedichten Astropoetikon zweimal aufführen, sodass wer in der ersten Etappe nicht dabei ist, auf jeden Fall in der zweiten dann das noch erleben kann. Nochmals herzlichen Dank und ich freue mich schon auf die hoffentlich anregenden Gespräche, die wir draußen miteinander noch haben werden.